Hallo, ihr Quirlinge! Es war eine nicht so angenehme Nachtruhe, die die Helden zuletzt hatten, irgendwo zwischen Yakshaba und Revennes auf ihrem Weg nach Untersternheim, wo sie einen Auftrag auszuführen haben für das Handelshaus Faramut aus Fasar. Aber die Dinge werden sich wieder richten und die Helden werden hoffentlich wohlbehalten in Untersternheim ankommen. Ihre Hinreise, einige Tage hat es gedauert, viele Sachen sind passiert, wäre damit dann abgeschlossen. Und deswegen sollte Patrick uns neue Verhängnisse zuführen. Oh, und wie? Verhängnisse, Abhänge und allerlei andere Dinge habe ich für euch schon längst in der Hinterhand. Ja, wenn es beim Zuführen bleibt und nicht beim Einführen endet. Auf dem Weg nach Untersternheim habe ich persönlich für euch erstmal nichts mehr, aber die Keule hatte ja beim letzten Mal noch angekündigt, dass ihr etwas vorschwebt, was er oder sie ansprechen wollte. Da möge er gerne schildern, unter welchen Umständen er das denn wem gegenüber getan hätte. Genau, also Keule wird auf jeden Fall einen Moment abwarten, dem Alinda vielleicht etwas abseits steht. Letztes Mal hatten wir sie aufs Kamel verfrachtet, damit sie sich da ausruhen kann ein bisschen. Ja. Und wenn Tjol vielleicht etwas weiter weg ist und Kazaran, würde Kull das Gespräch mit Alinda suchen. Mhm. Und ihr so mal mit Handrücken, Ohrschenkel hauen. Hey Alinda, mal an eure Hand. Meine Hand? Ist das nicht dieses komische Ding, was Kaspar, was ihr im Grab gefunden hatte? Er hat doch gesagt, ihr seid vorsichtig damit sein. Sicher, dass ihr wegen dem Ding an eurer Hand nicht etwas, soll ich sagen, verwirrter erscheint? Also, Alinda hat gerade ihre Kettenhandschuhe nicht an, deswegen siehst du definitiv den grün angelaufenen Kupferring, klobigen solchen, den ihr gemeinsam oder Alinda im Besonderen im Grab gefunden habt, im Magier-Mogul-Grab im letzten Abenteuer. Und wie du das so sagst, guckt sich Alinda halt diesen Ring so an und überlegt kurz und sagt dann: Ich glaube nicht, dass dieser Ring, ich bin mir sicher, dass dieser Ring nichts mit meinen Albträumen in der letzten Nacht zu tun hatte. Ja, seid ihr sicher? Ich weiß, ihr seid jetzt nicht am besten mit Kasper auseinandergegangen, aber habt ihr euch den Ring überhaupt mal vorher irgendwie untersuchen lassen? Oder habt ihr euch den einfach angesteckt, weil er irgendwie schön sein soll? Naja, also schön ist er noch nicht gerade. Und ja, ich habe ihn untersuchen lassen, in Fasar, von einem Artefaktmagier. Er hat mich genauestens darüber in Kenntnis gesetzt, was dieser Ring kann und was er nicht kann. Und das baute auf der ersten Untersuchung auf, die Herr Kaspar noch im Magier-Mogul-Grab durchgeführt hatte. Und er hatte recht, übrigens. Also, der Artefaktmagier konnte noch einiges hinzufügen, aber im Kern war es schon richtig, was Herr Kaspar sagte. Der Ring ist nicht dafür geeignet, schlechte Träume zu bereiten. Ja, seid euch da so sicher. Ich weiß ja nicht, ob man diesen magischen Gegenständen trauen kann. Wer weiß, wo der Ring schon überall war. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, sich betrinken ist auch schön, aber am nächsten Morgen Kater haben ist auch eine Nebenwirkung. Weiß ja nicht, was der Ring mit euch macht. Der Ring, so wie er jetzt hier ist, der macht gar nichts. Also du merkst, dass Keule, die das irgendwie, also jetzt nicht glaubt, aber äußerst skeptisch ist und ist die nicht alles hundertprozentig abnimmt oder glauben mag. Das nimmt Alinda zur Kenntnis und belässt es dabei. Sie ist ja da auch nicht böse oder so. Das ist völlig, völlig neutral und sagt dann noch, also ich glaube nicht, dass es der Ring ist, aber danke für eure Besorgnis. Na gut, wenn ihr das glaubt, sollte euch plötzlich ein magischer Arm irgendwo rauswachsen. Da gehen euch gerne ab. Kommt dann einfach auf mich zu. Danke für das Angebot. Ich glaube, ich werde dann eher mich im Doppelschwertkampf üben. Im Doppelschwert- und Schildkampf gleichermaßen. Ja, macht das auf jeden Fall.
Dann würde Keule Alinde noch etwas unsanft auf den Oberschenkel klatschen zum Abschied und wieder immer Gruppenformation annehmen. Okay, das war das eine. Du wolltest du noch was Zweites ansprechen? Ja, Keule würde noch Kasaran anquatschen. Wenn Kasaran ja auch da ist, hat er immer noch von Araskan schwärmt. Genau, also weiß nicht, Keule wird es wahrscheinlich direkt hintereinander machen, so viel Lust zum Reden hat er nicht, aber irgendwann anders halten, ein bisschen Abstand. Ey, Kleiner! Also Kasara, nicht Jolf. Jolf ist ja auch größer als du, wenn ich mich nicht irre. Nein, Jolf ist kleiner als ich. Hab extra nachgeguckt. Ja, okay, doch, stimmt. Hm. Okay, ja, ey, Kasaran. Was gibt's? Soll ich dir vom schönen Boran erzählen? Ja, später vielleicht. Also ihr hattet mir mal gesagt, als ich nachgefragt habe, dieser komischen... mit dem Flussding, ne? Ihr erinnert euch. Das habe ich jetzt einigermaßen verstanden. Aber ich habe mir jetzt noch was überlegt. Wenn ich trainiere, ja? Bin ich immer... angenommen, ich habe einen Boxsack oder ich schlag auf jemanden, ja? Da wächst mir ja irgendwann Hornhaut. Und ihr habt ja diesen komischen Zauber auf mich gemacht, mit dem ich schlechter sehen konnte. Wenn ihr diesen Zauber auf mich wirkt, macht ihr ein paar Mal. Wenn dann auch irgendwie so wie Hornet auf meinen Augen, bin ich dann irgendwie... weiß nicht, kann ich nicht durchschauen, werde ich ihn wahrscheinlich nicht können, aber... bin ich dann irgendwie resistenter oder ich meine... kann inzwischen ja auch mehr trinken als früher, bevor ich umkipp. Ein Widerstand gegen Magie... brauchst du nicht auf, indem du dich viel Magie aussetzt, sondern indem du deinen Willen stehlst, indem du, soll ich es sagen, jetzt mein Onkel immer gesagt, in dich gehst und dir deiner selbst bewusst wirst. Und bevor du jetzt fragst, was das heißt, ich habe es immer noch nicht selber ganz rausgefunden. Aber es ist im Endeffekt eine Sache des... in sich selbst ruhen, hat mein Vater das genannt. Und wo ist euer Vater jetzt? Auf dem schönen Maraskan, den Schwarzländern in den Arsch treten. Wenn anderen Leuten in den Arsch tritt, scheint ja vielleicht was dran gewesen zu sein, aber es klingt nicht so begeistert, nicht so toll. Es ist im Endeffekt eine Sache des Geistes, des Mutes, der Willensstärke. Ja, und warum hat der Zauber dann auf mich gewirkt? Das stimmt ja nicht. Immer ein Ringen zwischen den magischen Fähigkeiten und dem Willen des Zaubernden und dem, der den Zauber einmal abbekommt. Und der Blitz, den ich gegen euch schleuderte, wendet sich nicht gegen die Augen, sondern gegen den Geist selbst. Verstehe ich noch weniger, warum das so gut immer gegen mich wirkt. Nicht nur eine Sache des Mutes, es sind viele Sachen, die mit reinspielen, aber vor allem ist es eine Sache der Übung, würde ich sagen. Und des Respektes. Ich habe Erfahrung gemacht, dass Leute, die Angst vor Magie haben, zum Beispiel leichter Magie manipuliert werden können. Also das sagst, wackeln richtig Keules Ohren, spitzen so. Das hat jetzt eine Neugierde erweckt. Ah, okay. Was so ist. Weil Angst schwächt den Willen, wenn man sie nicht zu kontrollieren vermag. Ja, wenn also ein dahergelaufener kleiner Bursche mich mit ein paar warmen Worten erblinden lassen kann, hat er seine Portion Angst nicht ganz verkehrt. Aber wenn es mich so sehr schwächt, dann ist das natürlich auch von Nachteil. Auf jeden Fall eine ganz schöne Scheiße. Mein Vater hat immer gesagt, Angst ist nicht dein Feind, Kasaran. Angst zeigt dir, wenn du vorsichtig sein musst. Das heißt aber nicht, dass du dich von ihr kontrollieren lassen sollst. Ja, klingt vernünftig. Angenommen, ihr wollt mich jetzt wieder in diesem Blitzdingens verzaubern oder verhexen oder verfluchen oder was auch immer ihr dazu sagt. Müsst ihr dann irgendwas machen? Müsst ihr das euch nur vorstellen?
ich da was sagen? Magie funktioniert über vielerlei Arten. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass die arme, verwirrte Frau, die wir beerdigt haben, nicht nur aussprechen musste, was sie wollte, ohne dabei eine gewisse Gestik oder Formel zu benutzen. Aber die meisten Zauberer brauchen eine Formel, eine Geste und solche Sachen. Wenn man halt ein bisschen weiß, worauf man achten muss, sieht man es sehr, sehr schnell. Also ist eure Empfehlung, ich soll die Leute einfach schnell genug umhauen, bevor sie irgendwas sagen können oder herumgeschlieren können. Wenn ihr die Vermutung habt, dass derjenige zaubern kann, ja. Am meisten ist beizukommen, wenn ihr sie am Sprechen hindert. Und ich habe mir schon damals überlegt, da hatte ich ja einen Kampf in der Arena. Kasseran kramt kurz in seiner Tasche und holt ein kleines Kügelchen heraus. Ein Beutelchen. Rede weiter. Ja, ich hatte damals einen Arena-Kampf, da hatte ich mir auch überlegt, tatsächlich, hatte ich mal von irgendeinem anderen Kämpfer gesehen, der hat da irgendwas geworfen, hat es dann mit dem Seil zurückgeholt. Vielleicht irgendwie eine Kette an meiner Keule befestigen sollte und dann einfach jedem, der mir komisch magisch kommt, einfach meine Keule ins Gesicht schmettern sollte, die ich in der Kette zurückziehe. Aber ich habe es ein bisschen probiert, hat nicht so gut funktioniert. Keule zeigt dir eine Narbe auf seinem Arm. Hier, das war von einem der Versuche. Vielleicht eine besser ausgewuchtete Wurfwaffe. Das könnte schon helfen. Während dir die Formel gesprochen wird, da sollte die Konzentration des Zaubernden nicht unterbrochen werden. Das heißt, während der Zauber noch gesprochen wird, ihm eine Wunde zu schlagen, wird auch sehr helfen. Außer er ist ein ausgebildeter Krieger und Magier gleichzeitig. Und das sind die wenigsten. Aber ich habe für so einen Fall unter anderem das hier, meint er und hält diesen Beutel, dieses kleine Beutelchen hoch. Und was soll das sein? Das habe ich von einem Straßenalchemisten gekauft. Es fängt an zu qualmen, wenn man es öffnet. Und entweder bringt es hier den Zaubernden dann zum Husten, oder er sieht mich nicht mehr. Du fällst noch so einen zweiten Beutel davon, oder? Ich habe zwei davon, ja. Was wollt ihr für den haben? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Wenn wir in die Richtung kommen, wo wir so etwas begegnen können, kann ich euch gerne einen geben. Ja, was soll's. Kasseran gibt dir den er gerade in der Hand hat. Keule nimmt ihn sehr vorsichtig mit zwei Fingern zwischen Zeigefinger und Daumen. Ah, das ist ja cool, danke. Aber der geht jetzt nicht in mein Gepäck los oder was? Was muss ich denn einfach aufmachen? Genau. Ihr müsst ihn im Endeffekt dorthin werfen, wo er losgehen soll. Er füllt aber eine echt unerhebliche Zone. Etwa 3 Schritt im Durchmesser. Ja, super. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Ich werde das mal probieren. Ob ich es gleich im Kampf einsetze, weiß ich nicht, aber. Vielleicht können wir damit ja nochmal ein Spiel mit so einem Arrangieren. Die Dinger sind teuer. Ja? Was kostet sowas? Ich glaube, ich habe für einen davon 3 oder 4 Goldmünzen bezahlt. Goldmünzen ist gleich Dukate? Ja. Ja. Meines zumindest, die werden irgendwo bei 3-4 Goldmünzen pro Stück Badenbeutel. Müsste es jetzt raussuchen. Belassen wir es dabei. Kasseran ist ja jetzt kein Buchhalter und wer weiß, wie viel der Alchemist. Oder wer weiß, wie viel der Alchemist ihm tatsächlich abgeknöpft hat dafür. Ja. Aber dann kann sich Steffen jetzt einen Schwabenbeutel in sein Inventar eintragen, weil ich habe mir gerade einen abgezogen. Ein Schwabenbeutel? Badenbeutel, ja. So heißen die Dinger im Alchemiebuch. Beides kann einem vielleicht die Tränen in die Augen treiben und einen ja. zum Husten bringen, aber... Ja. Alles klar. Ja, dann würde sich Keule tatsächlich aufrichtig bei Kasseran bedanken. Auch wenn er seine Antworten nicht so ganz gefallen haben. Der Beutel hat auch seine Laune echt auch wieder gebessert. Verstaut ihn vorsichtig in seinem Gepäck. Okay, seid ihr dann damit soweit durch? Ich schon. So, Keule, ja. Bietchen.
dann reist ihr halt entsprechend die Strecke weiter. Es gibt halt noch zwei weitere Nächte, in denen alle Beteiligten wieder normal schlafen. Und die ganze Zeit, die ihr jetzt unterwegs wart, reicht auch, dass ihr mit vollen Lebenspunkten und voller Astralenergie in Untersternheim ankommt. Und zwar am Abend des vierten Tages nach eurem Aufbruch aus Dorgula Vent. Das heißt, ihr könnt euch jetzt im Prinzip überlegen, ihr ihr könnt euch überlegen, ob ihr in Untersternheim euch irgendwo eine Unterkunft sucht, jetzt für die Nacht, oder ob ihr noch ein weiteres Mal halt draußen kampiert. Wenn wir schon hier sind, suchen wir was Schönes, oder? Ja, wenn es da was gibt, ja klar. Okay. Ich wollte es euch nur vorgestellt haben. Ihr findet halt, wie auch schon die restlichen vergangenen Tage, eine entsprechende Unterkunft, wo ihr eben nach Vorzeigen des Schreibens nicht dafür bezahlen müsst aus eigener Tasche, dass ihr ein Zimmer für, also bin ich bislang so von ausgegangen, dass ihr das so gemacht habt, ein Zimmer für drei und ein Zimmer für eine Person genommen habt. Oh, Kasaran hat ein Einzelzimmer, geil. Wie auch immer ihr das macht, von mir aus könnt ihr euch auch in ein Sechserzimmer mit zwei anderen einquartieren. Das ist mir relativ lax. Keule wird gerne die Leute beobachten, denen Alinde den Wisch unter die Nase hält, die vielleicht darauf reagieren. Weiß nicht, abschätzig, überrascht. Im Prinzip so wie die letzten sieben es auch reagiert haben, denen ihr das unter die Nase gehalten habt. Dann wird Kasaran sich mal umgucken, ob jemand auf den Namen des in der Taverne auf den Namen des Handelshauses irgendwie irgendwie reagiert, also irgendwie eine Reaktion darauf zeigt. Ne? Okay. Also, an Keule gerichtet, im ersten Moment sind sie kurz mal überrascht im Sinne davon, dass halt jemand einen Brief oder ein Schreiben zückt, anstatt den Geldbeutel, wenn sie ihm den Preis nennen. Weil das halt nicht ganz so üblich ist, dass ein solches Schreiben von jemandem ausgestellt wird. Allerdings reagieren sie dann nicht irgendwie abschätzig oder ängstlich oder irgendwie so etwas. Also ich sag mal so, von meiner Seite aus würde jetzt halt soweit nichts passieren, bis ihr halt früh genug wach seid, um eben in dem vereinbarten Zeitraum eine entsprechende selten genutzte Jagdhütte aufsuchen zu können. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Kannst du uns bitte beschreiben, wie Untersternheim aufgebaut ist, so halb? Weil das würde sich alle nämlich abends noch anschauen wollen, wenn die Zeit noch ist. Nein, kann ich nicht. Ah, schade. Hey, Linde, wann war nochmal die Zeit, wo wir uns mit dem Jörimmer treffen? Eine Stunde nach Sonnenaufgang, glaube ich. Wir sollten vielleicht früher da sein. Naja, Kasaran, ja. Wann genau? Eine Stunde nach Sonnenaufgang, richtig? Kasaran kramt kurz nach einer Kleiderfalte. Und eine Stunde nach Sonnenaufgang, ja. An dieser Jagdhütte. Genau. Und dann bleibt er eine Stunde lang dort. Wir können uns ja gegen Sonnenaufgang dort schon einfinden. Also müssten wir vor Sonnenaufgang hier dann die Taverne verlassen, einstweilen. Ja. Kasaran stöhnt. Ihr könnt ja liegen bleiben, Kasaran, wir machen das schon. Marlinde lacht. Ja, dann lass uns das so machen. Ach, Kasaran, du willst uns wecken. Er will das Frühstück schon vorbereiten. Wie damals, bei unserer großen Seefahrt. Wisst ihr noch? Ja, die Seefahrt von Kunchum nach Fasar. Daran erinnere ich mich. Ja, das Frühstück war exzellent. Ja, wenn man Kohle mag. Es ist ja nicht giftig, oder?
Es hilft auf jeden Fall bei Verdauungsproblemen, glaube ich. Eben, ja. Und die hatten wir ja alle. Ja, nachdem ihr auch noch gegessen habt, was ich euch aufgetischt habe, definitiv. Richtig. Und der Seegang rund um Fasar, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Alinde, ich habe dir schon 5-mal gesagt, das war ein Kamel. Die schaukeln so beim Laufen. Das könnt ihr bei Tioran beobachten. Du hattest eine Kajüte in einem Kamel? Ich möchte nicht wissen, wo die war. Du musst die Klappe hinten aufmachen. Wie auch immer. Vielleicht sollten wir zu Bett gehen. Ja. Aber allmählich macht Keule sich mehr und mehr Sorgen, was für Einflüsse dieser Ring haben könnte. Ich meine, man kann die zweite Etappe theoretisch auf dem Nachfahrsatz zumindest theoretisch auf den Fluss zurücklegen. Also, das stimmt. Wer weiß. Naja, nein. Jedenfalls jetzt nochmal etwas ernsthafter auf Quirs Frage ausgerichtet. Die Stadt, oder ja doch, ich nenne sie mal eine Stadt. Es ist zumindest ein sehr großes Dorf, hat deutlich über 500 Einwohner, aber definitiv weniger als 1000. Und wenn du da halt so durchstreifst, dann siehst du im Prinzip das, was du halt in so ziemlich vielen Dörfern halt dieser Größe so sehen oder erwarten würdest zu sehen an Händlern und Dienstleistern einfach. Mhm. Gibt es einen Tempel? Auf jeden Fall, mehrere. Mhm. Wenn du jetzt als nächstes fragst, welche, dann hau ich dich. Peranien, also potenziell Peraino und Raya. Ich habe das nicht gesagt, nur gefragt. Ich habe nicht also gefragt, gut. Ich habe nur gesagt, dass das die beiden häufigsten Gottheiten sind, die man so in Aranien antrifft. Ja, stimmt. Gut. Wenn wir dann schon ausgekundschaftet haben, wo diese Jagdhütte ist, dass wir da morgens nicht durch die Gegend irren. Wisst ihr. Gut, dann würden wir den Zeitsprung wagen, glaube ich. Ja. Bin stolz auf euch, dass ihr euch diesen Sprung wagt. Mhm. Gut. Ja, da ihr ja sehr früh da sein wollt, seid ihr also im Prinzip, wenn also wirklich die erste Helligkeit über den Ostrand der Himmelsscheibe beginnt sich auf dem Horizont auszubreiten. Verlasst ihr im Prinzip schon eure Herberge und seid also sehr früh bei der entsprechenden Jagdhütte, die halt wirklich einfach 15, 20 Minuten halt vom Dorf entfernt ist, also wenn man wirklich zu Fuß geht, nicht marschiert. Die Jagdhütte ist halt an sich genau das, was man von einer entsprechenden spartanisch eingerichteten Jagdhütte erwarten würde. Es gibt halt eine... Halt, stopp, sorry, wenn ich unterbreche. Weil Keule das so von anderen gesehen hat, versucht er wie ein meisterhafter Spurenleser natürlich schon den Weg, auf dem Weg zur Jagdhütte zu analysieren, was da so rumfleucht und kreucht. Okay. Das dann gleich. Dann würfel du gerne schon mal eine Probe auf Fährten suchen. Und während du dir ausrechnest, wie viele Punkte du daneben bist, kann ich weiter den Rest schildern. Ab 30. Daneben, ja, das glaube ich. Also, die Jagdhütte ist entsprechend spartanisch eingerichtet. Es gibt eine Feuerstelle. Es gibt eine gewisse Menge an Kaminholz. Alinde als entsprechend Wildniskundige weiß halt, dass diese Jagdhütten so unter dem allgemeinen Zusammenhalt von Jägern betrieben werden. Das heißt also, dieser Stapel an Feuerholz kann halt von jedem benutzt werden, unter der ungesprochenen Regel, dass man eben auch so viel wieder auffüllt, wie man selbst verbraucht hat. Und an sich ist es halt einfach nur, ja, 4 Holzwände und ein Dach obendrauf, wo man eben sich vor Witterung und so weiter schützen kann. Und während der Nacht. Mhm. So, Keule, wie ist es bei dir? Hm? Ja, mindestens 30 Mal daneben, denke ich. Ja.
Ketten suchen. Oh ja, das ist ja eine sehr, ein sehr hoher Talentwert, den du da hast. Und. Der erste Wurf ist auf Klugheit. Ja. Der letzte Wurf dürfte sogar im Rahmen liegen bei Konsti. Ja, doch, locker. Ja, der Rest ist knapp bei Keule. Ja, Vielleicht das Kamel dabei? Ich glaub nicht. Also, dass ich ja den Kamelschwuren entdecken können. Nee. Kasran lehnt sich auf jeden Fall an die Ostseite der Hütte, sodass er den Sonnenaufgang beobachten kann. Lehnt sich an die Wand und schließt erstmal nochmal die Augen. Mhm. Ja. Bei Keule ist halt nichts weiter passiert, als dass du dir irgendwie gedacht hast, da ist ja eine Spur, aber da ist irgendwie da ist noch Dreck drauf. Wenn ich das beiseite wische, dann ist das bestimmt besser zu sehen, und hast in relativ frische Losung gefasst. Das ist die Auswirkung deiner Probe. Sieht auf jeden Fall aus wie daheim hier. Das riecht auch so, oder? Ja, ein bisschen. Nur irgendwie angenehmer. Keule wischt dann irgendeinen Ast ab oder Gras, was auch immer. Alinde ist sicher, dass sie zwei Büsche weiter einen kichernden Rotfuchs gesehen hätte, aber irgendwie ist sie, da er im nächsten Moment nicht mehr zu sehen war, ist sie sich da doch nicht so sicher. Gut. Auf jeden Fall, was auch immer uns erwartet, es macht große Haufen. Passt auf euch auf. Ja. Okay, Alinde wirkt amüsiert. Wollt ihr noch irgendwelche weiteren Vorkehrungen treffen? Wollt ihr Fallen aufstellen? Wollt ihr einen, um den Sonnenaufgang zu begrüßen, einen Zar-Gottesdienst abhalten? Wonach steht euch der Sinn? Kasseran legt auf jeden Fall, damit er sich vernünftig da hinsetzen kann, seinen Nachtwind neben sich in Reichweite. Aber wenn er noch was vom Gürtel trägt, ist das mit dem hier auf den Boden setzen ein bisschen umgehen. Ja. Chirf wird einfach erstmal das Kamel verzäunen, aber so, dass es, falls notwendig, eigenständig weglaufen kann. Mhm. Und sich so ein bisschen näher im näheren Bereich so umsehen. Okay. Alinde steht in voller Montur an einem Punkt, von wo aus man gut sehen kann, dass sie dort steht. Alinde, wir haben uns im Grunde schon so ein bisschen angekündigt, weil wir gestern da gepennt haben. Möchtest du mal vielleicht du kennst dich doch ein bisschen besser in der Natur aus. Möchtest du nicht mal gucken, ob jemand hier in letzter Zeit was vielleicht umgekommen ist oder ob es hier einen Kampf gab? Wir wissen ja gar nicht, ob wir unseren Freund hier treffen können. Oh, warum warten wir nicht einfach ab, ob er kommt? Ja. Wir auch, aber dann wissen wir nicht, ob wir nicht gerade langsam umzingelt werden, wenn es auf den Sonnenaufgang zugeht. Oder so ein komischer Budenzauber, was Kasseran erzählt hat, macht irgendwie komische Magie rum. Hätte ich auch keinen Bock drauf, Alinde, jetzt guckt euch mal um hier. Die Argumente sind nicht von der Hand zu weisen. Alinde pirscht mal um die Hütte herum. Pferden suchen. Kasseran meint noch, ruft die noch hinterher, dankeschön. Wenn du Hilfe brauchst, dann stelle ich mich irgendwo hin, wo ich nicht im Weg bin. Du weißt ja, wie ich mit Pferden bin. Keule würde Alinde begleiten. Okay. Ich glaube, das habe ich. Ja, auf jeden Fall. Du kannst ganz eindeutig eine Fährte identifizieren in kürzester Zeit, die halt auf kurzem Weg vom Dorf hier zu der Hütte führt. Offensichtlich für dich wird diese Spur seit mehreren Tagen täglich hin und her benutzt von einer einzelnen erwachsenen Person. Und das letzte Mal gestern. Ansonsten gibt es keine Spuren, die irgendwie frisch wären. Du findest ein paar Tierspuren. Ich ging jetzt davon aus, dass die dich nicht in erster Linie interessieren. Wenn es kein Dachsotter ist, dann nein. Es ist weder ein Dachsotter, noch ein Drachenoger, noch ein Schlangenmensch. Versprochen. Na, Schlangenmenschenspuren kennt alle in dir mittlerweile. Oh mein Gott, ein Eulenbär. falsches System. Also Alinde guckt da einmal um die Hütte herum, guckt sie das an und kommt dann wieder zu euch geschlendert und sagt,
Nichts Besonderes. Eine Person kommt einmal pro Tag aus dem Dorf hierher und geht dann wieder zurück. Genau das, was wir erwartet haben. Mhm. Naja. Dann lassen wir uns mal überraschen. Und dahinter schätze ich wieder irgendwo hin, wo man sie gut sehen kann. Gut. Keule stellt sich irgendwo hin, wo man ihn nicht gut sehen kann. Aber dafür, für Leute, die Alinde gut sehen können, dass dann Keule gut hinter den Leuten stehen kann, die dann kommen. Okay. Kasaran guckt sich den Sonnenaufgang an. Dann, als nun einmal die Sonne seit einiger Zeit aufgegangen ist, sieht Alinde als erste jemanden auf euch zukommen. Mhm. Eine einzelne Person in einem, also mit so einem, im Prinzip wie so ein Kapuzenumhang, nur ohne dass die Kapuze aufgezogen wurde. Also halt einfach, ne, was gegen das Wetter. Mhm. Du siehst auch. Dass diese Person einmal einen Seitenblick in Keules versteckte Richtung wirft, ihn dann aber offensichtlich recht schnell ignoriert. Und dann sieht derjenige auch, wie Alinde ein Schmunzeln stark unterdrücken muss. Aber, nee, aber es nicht ganz schafft. Auf jeden Fall steuert dieser für dich jetzt nach und nach zu erkennen als junger Mann. Vom Hautton her eher Mittelländer, beziehungsweise halt theoretisch ja eventuell auch Aranier, aber dann eben mit mehr Mittelländerblut in sich als thulamitischem Blut. Siehst du ihn relativ zielstrebig auf dich zusteuern? Ja, ich stehe da und also letztlich freundlich, aufgeschlossen, schaue ihn an. Und warte, dass er sich auf Gesprächsnähe heranwagt. Ja, tut er auch. Und er sagt dann als erstes von euch beiden: Aves zum Gruße. Was treibt euch, er guckt noch einmal mit einem Seitenblick so halb über die Schulter, euch drei denn hierher? Mit drei meint er, hat er jetzt Keule extra nicht mitgezählt oder wie interpretiere ich die drei? Also ihr anderen drei sitzt und steht dort sehr exponiert und einfach zu sehen. Ah, okay. Wie du dieses Statement von gut, ihm jetzt hab ich's, jetzt habe ich es verstanden. Also wir sind alle, also, Kasaran und Tjolz sind auch sichtbar. Okay, gut. Mhm, verstehe. Ja. Naja. Aber es ist zum Gruße. Wir hoffen auf Informationen. Richtig. Mein Name ist Alinde von Duttlingen. Mit wem habe ich die Ehre? Erlan Erwald, mein Name. Und er deutet eine kurze Verbeugung an. Die Verbeugung wird erwidert, mit einem leichten Kopfnicken. Wenige würden auf die Idee kommen, in einer abgelegenen Jagdhütte nach Informationen zu suchen. Wir haben, glaube ich, einen gemeinsamen Freund. Weiter im Süden. Ich schick noch mal eine Erinnerung für den Fall, dass es vielleicht den Spielern nicht mehr präsent ist. Es wurde euch gesagt, dass das Schreiben, was von Faramut oder im Namen Faramuts ausgestellt wurde, auch euer Erkennungsmerkmal gegenüber dem Informationshändler, nenne ich ihn mal, sein würde. Mhm. Alinde sagt, unser gemeinsamer Freund will sicherlich, dass wir uns in der Hütte unterhalten. Ich halte mal die Tür auf. Ja, also er hat offenbar recht wenig Hemmungen, dann auch hineinzugehen. Gut, das wollte ich mir anschauen, genau. Und dann winkt Alinde Keule dann auch noch dazu. Na, so mit einem sehr eindeutigen Wink. Und Keule macht einen sehr eindeutigen Kopfnicken, dass er draußen bleiben würde. Gut, Alinde zuckt die Schultern. Und folgt dann den anderen dreien in die Hütte, die wahrscheinlich schon vor ihr dann reingelaufen sind. Okay. Ja, und drinnen? Ja, dann, ich wollte jetzt sagen, ich kümmere mich dann um die
3 Spieler im Inneren mit dem Informanten. Wenn Keule irgendwann mal etwas anderes tun will, als argwöhnisch die Umgebung zu beleuchten, dann möge er dies bitte kundtun. Ich werde ihn jetzt nicht regelmäßig fragen. Ja. Alinde kramt dann drinnen aus ihrem Rucksack, den sie wahrscheinlich drinnen stehen hatte, das Papier heraus, das Dokument. Mhm. Und ja, reicht es ihm zum Lesen, zum Prüfen. Erlan nimmt es sich, überfliegt es einmal und sagt, dann hat der Händler offensichtlich euch geschickt als Reaktion auf mein Schreiben. Ich verstehe. Und er reicht dir das Schreiben wieder. Alinde verstaut es wieder. Ja, wenn man sich da irgendwo, kann man sich da irgendwo hinsetzen? Ist da so ein Hocker mit einem Tisch oder was? Gar nichts. Gar nichts. Gut. Dann lehnt sich Alinde irgendwo an eine Wand und guckt den Erland, heißt er, glaube ich, an und sagt, Erland. Gut. Gut, dann erzähl. Dann, ja. Hier also dann mein, Bericht, wo man es so nennen will. Ich habe in dem Dorf Dämmerheim, ein Stück östlich von hier, in etwa 8 Stunden, wenn man einigermaßen gut zu Fuß unterwegs ist, einen Informanten aufgetan. Retoban ist sein Name. Er beschreibt ihn dir kurz, auch er hat ein eher mittelländisches Aussehen, so und so, Alter, Größe circa. Mhm. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit ihm, das, wobei recht deutlich wurde, dass er Informationen haben dürfte, die unter den, die das Interesse von eurem unser beider Auftraggeber wecken dürften. Als ich jedoch am nächsten Tag ihn wieder in seiner Hütte aufsuchen wollte, fand ich dort nur eine kleine Notiz mit der Aufschrift "Muss fliehen". Ansonsten nichts mehr. Von ihm keine Spur. Ich habe seitdem noch nichts von ihm gehört. Ich habe allerdings auch nichts darüber gehört, dass er tot wäre. Aber wohin er ist und warum er geflohen ist, das müsste jemand in Dämmerheim selbst herausfinden. Gab es Spuren, wo er hin sein könnte? Nein. Zumindest. Keine, oder wurdet ihr da nicht bezahlt, dafür welche zu suchen? Sowohl als auch. Ich habe bei dieser Begebenheit keine entdeckt. Und da er offensichtlich um sein Leben gefürchtet hat, hatte ich keinen Grund, das meine zu riskieren. So gut wäre ich nicht bezahlt. Verständlich. Kein Vorwurf, nur um sicher zu gehen, dass wir nicht unnötig Zeit verschwenden. Gut. Nachdem er mit Kasaran fertig ist, guckt er hauptsächlich wieder Alinde und Tjolf an. Mhm. Alinde denkt über das nach, was sie gerade gehört hat, und sagt dann, ich habe einige Fragen. Zuerst einmal, was genau war euer Auftrag? Mein Auftrag war es, Information oder Informanten aufzutun und Informationen zu sammeln über einen gewissen Zondan Daske und den entsprechenden Tarnidentitäten, unter denen er scheinbar mehrere Leben geführt hat, und dem Kult, dem er anhängig war. Was wisst ihr über Zondan Daske und seinen Kult? Er guckt dich etwas skeptisch an und sagt dann nur, Ich habe die Informationen, die ich darüber gesammelt habe, an Herrn Faramut verkauft. Wenn ihr mich mit dem gleichen Auftrag versehen wollt, dann werde ich euch ebenfalls eine entsprechende Menge an Dukaten in Rechnung stellen. Denn wenn euer Auftraggeber euch diese Informationen nicht gegeben hat, hatte er einen Grund dafür. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, etwas für uns zu verheimlichen. Aber da wir... Alinde schaut sich kurz um, stellt fest, dass Keule nicht da ist. Widmet sich dann wieder Erlan und sagt,
Da wir Herrn Daske und seinem Kult begegnet sind, wollte ich nur sicher gehen, dass wir vom Gleichen sprechen. Dass es nicht irgendwelche Missverständnisse gibt. Aber gut. Mir zumindest wäre nicht bekannt, dass er Mitglied mehrerer Kulte war. Das ist doch schon mal was. Wie, oder stammt ihr hier aus der Gegend? Stammt ihr aus Untersternheim? Nein. Ich bin von weiter weg angereist. Und irgendwelche Spuren dieses Zondan Daske haben euch hier nach Informationen suchen lassen? Nein, ich bin grundsätzlich auf der Reise. Ich habe, wenn ihr so wollt, einen gewissen Bereich auf der Weltkarte, die ich abreise und wo ich meine Dienste zur Verfügung stelle. Und vor einigen Wochen wurde ich nun einmal von einem Unterhändler des Handelshauses, dem auch ihr unterstellt seid, angesprochen. Ja. Alite kommentiert das nicht weiter und sagt dann, gut, wie seid ihr denn diesem Informanten auf die Spur, auf die Schliche gekommen? Wieso glaubt ihr, dass er etwas über Zondan Daske weiß? Gute Frau Söldnerin, ich bin Geschäftsmann. Wie ich meine Informationen einhole, ist mein Handwerk. Wenn ihr wollt, mein Geschäftsgeheimnis. Und ihr glaubt, ich würde euch meine Methoden verraten. Kasaran guckt sich das Gespräch mit einem Schmunzeln an. Ja. Wenn ich euch damit beauftragen würde, mich irgendwo hin zu eskortieren und ihr beschließt, dass euch dieser Auftrag zu gefährlich ist, würdet ihr mir dafür im Ausgleich unentgeltlich das Kämpfen beibringen, damit ich selbst sicher von A nach B komme? Nein, dazu habt ihr nicht das Potenzial. Ich frage anders. Was könnt ihr uns alles über den Informanten sagen? Je mehr wir wissen, desto mehr können wir seine Spur aufnehmen. Ist er hier aus der Gegend? Was macht er beruflich? Hat er hier Familie? In welchem Kontext steht er zu Zondan Daske? Er ist im Örtchen Dämmerheim heimisch. So wie ich das erfahren habe, auch seit mehreren Jahren. Ich habe mich allerdings noch nicht mal einen halben Tag in Dämmerheim aufgehalten. Bereits am nächsten Tag habe ich die bereits erwähnte Nachricht gefunden und habe dann beschlossen, mich nicht weiter in diese Sache zu verstricken, als ich es bereits getan habe. Das heißt, ihr wisst nicht, was er tut. Ich wüsste nicht, dass er Familie dort im Dorf hat. Zumindest hat er in dieser Hütte allein gewohnt. Denkt man danach, als wäre das kein Dorf, sondern eher eine Enklave. Vielleicht eine Glaubensgemeinschaft, die sehr zusammenhängend ist. Dann glaube ich nicht, dass ich es dort lebendig rausgeschafft hätte. Kommt drauf an, wie schnell sie reagieren. Nur weil sie zusammenhängen, heißt es nicht, dass sie alle Profis sind. Also ich sag mal so, ich habe die Nacht in Dämmerheim verbracht, bevor ich dann am nächsten Morgen diese Nachricht entsprechend gefunden habe. Und auch in den zumindest 2-3 Stunden, die ich danach noch im Dorf war, hat niemand versucht, mir, und er guckt noch einmal wieder zu dir rüber, mit einem vergifteten Blasrohr oder ähnlichem versucht, mich auszuschalten. Aber ihr habt ja auch keine Informationen erhalten, also warum jemanden umbringen, der vielleicht Freunde von außerhalb hat? Wir haben den Verräter potenziell entsorgt oder er ist geflohen, bevor er entsorgt werden konnte. Ich werde euch nicht sagen, mit was für Grundeinstellungen ihr an eure Nachforschung angehen werdet. Nun, also, was macht der Informant beruflich? Wisst ihr das? Womit verdient er sein Geld? Nein. Wisst ihr nicht? Weiß ich nicht. Und in welchem Zusammenhang steht er zu Zondan Daske? Wieso glaubt ihr, oder wieso konnte er euch glaubhaft machen, dass er etwas weiß? Weil er, als ich entsprechende Nachforschungen angestellt habe, beziehungsweise entsprechende Nachfragen gestellt habe,
hat er gesagt, dass er zwar, er hat auf nicht den Namen, sondern Daske, nach dem direkt hatte ich nicht gefragt. Ich hatte erstmal nach einem der angeblichen Namen, der Tarnidentitäten gefragt. Mhm. Und er sagte, dass er zwar diese Person selbst nicht kennt und auch nicht kannte, jedoch, dass er wohl etwas über ihn wissen dürfte und dass er mir gerne mehr darüber erzählen würde. Etwas über ihn wissen? Er hat allerdings bei diesem kurzen Gespräch auch nicht mehr viel preisgegeben. Offensichtlich weiß er auch, was er tut. Er scheint kein Dorftrottel zu sein. Er wollte sich wohl möglichst teuer verkaufen. Mhm. Und was ist euch bekannt, was Zoller Daske hier mit Dämmerhain zu tun hat? Ist euch überhaupt irgendetwas bekannt darüber, was er hier gemacht hat? Ich habe bislang keinen Anlass gefunden, davon auszugehen, dass Zondern Daske jemals hier im Dorf war. Ich kann es auch nicht widerlegen. Ich wüsste nicht, dass dem nicht so war. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er hier Geschäftsbeziehungen gepflegt hätte, meines Wissens nach. Und mit hier im Dorf meint ihr Untersternheim und Dämmerhain. Habt ihr explizit gefragt. Nun ja, deswegen konkretisiere ich. Und was ist mit Untersternheim? Also hier, was ist mit der Gegend? Ist er hier aufgetreten als Bauchtänzer, als Händler, als Quacksalber? Also die Stadt oder die Ortschaft, von der ich wüsste, oder wo ich zumindest Grund zur Annahme habe, dass er tatsächlich innerhalb der letzten Götterläufe, Klammer auf Jahre, in den letzten Götterläufen war, wäre Palmyra Bad. Da habe ich ein, zwei Kleinigkeiten mal gehört, die dazu passen oder zumindest passen könnten. Also nördlich von Palmyra Bad habt ihr seine Spur nicht konkret auffinden können bisher? Zumindest nicht in den letzten Jahren, ja. Zumindest nicht in den letzten Jahren. Was nicht heißen soll, dass er nicht hierher gereist war. Er scheint ja ein sehr vorsichtiger Mensch gewesen zu sein. Ja, fürwahr. Wir haben seine Spur auf unserer Reise hierher ebenfalls gefunden, sagen wir so. Was könnt ihr euch uns über Dämmerhain erzählen? Ist es ein normales Dorf, in dem Bauern leben, oder wird dort Holzwirtschaft betrieben? Es ist ein eher kleines Dorf. Mhm. Ich würde so aus dem Gefühl heraus sagen, weniger als 200 Einwohner, Kinder und Alte mitgezählt. Ich weiß, dass es viel Holz und Lehm exportiert. Das ist im Prinzip der Grund, so wie ich gehört habe, warum das Dorf überhaupt mal gegründet wurde, ist ein starkes Wort, entstanden ist. Mhm. Es war wohl ursprünglich eher eine Ansiedlung für Holzfäller und Lehmgrubenarbeiter in dem Dämmerhain, dem Wald. Mhm. Und als nun einmal da nach und nach immer mehr arbeiteten, wurden eben kleinere Hütten gebaut, wie das eben nun mal so ist, wie sich dann so ein Dorf entwickelt. Der Wald wurde wohl inzwischen ganz gut bewirtschaftet, sodass man vom Dorfrand schon ein paar Minuten gehen muss, um überhaupt zum Waldrand zu kommen und auch zu irgendwelchen Lehmgruben, die noch aktiv genutzt werden. Und deswegen wurde dann auch, oder haben dann die Einwohner auch irgendwann eben angefangen, von dem Ort nicht mehr vom Dämmerhain zu reden, sondern sie haben es Dämmerheim getauft. Mhm. Klingt, als würden dort nicht oft Fremde vorbeikommen. Richtig. Es scheint eben entsprechend diejenigen, die eben mit dem Holz- und Lehmhandel direkt zu tun zu haben. Also ein paar Handwerker,
selten mal, naja, Karawanen ist vermutlich zu viel gesagt. Das, dafür ist die Straße auch nicht besonders gut gemacht. Aber vermutlich eher einzelne Planwagen oder ähnliches, ja. Hm. Also es ist nicht so isoliert, wie ich schon manche andere Dörfer gesehen habe. Und ist euch noch irgendetwas aufgefallen, irgendetwas, was ihr uns noch sagen möchtet, was uns bei unseren Nachforschungen hilfreich sein könnte? Etwas, was euch aufgefallen ist, das seltsam war? Hm. Da draußen im Wald steht ein Mann in sehr auffälliger Rüstung, auf der sich sehr auffällig versteckt. Aber da er aus eurer Richtung noch besser zu sehen war wie aus meiner, gehe ich mal davon aus, dass ihr das wusstet. Ja, der ist in aller Regel gut zu riechen. Hm. Glaube ich bei dem Aussehen zwar nicht, aber wenn ihr das aus erster Hand wisst. Ja, zumindest heute Morgen ist er gut zu riechen, seitdem er in einen... Ist egal. Alinde schaut Kasseran und Tjolf an. Haben wir noch Fragen? Nicht. Ich nicht. Hm. Letzte Frage. Bleibt ihr noch in Untersternheim, falls es doch noch mal eine Frage geben sollte, oder werdet ihr abreisen? Also normalerweise würde ich nun abreisen. Wenn ihr mich dafür bezahlen wollt, dass ich hier auf Abruf bleibe, tue ich das gerne. Ich wünsche eine gute Reise. Ebenso. Ja. Aber bis zum Gruße. Mhm. Und solange ihr nicht sofort, also solange ihr nicht Anstalten macht, die Hütte sofort zu verlassen, würde er dann auch als Erster. Ja, darf gar nicht als Erster gehen, ja. Damit, mhm. damit Keule glaubt, dass er uns alle ermordet hat und. Ja. Der Mann tritt dann nach aus, tritt dann nach draußen und so in etwa auf Höhe von Keules Versteck winkt er ihm auch noch kurz zu und sagt: Wir sind fertig mit dem Gespräch und geht dann ins Dorf. Keule winkt zurück. Kasseran wartet so 30 Sekunden, 30 Herzschläge, nachdem der die Hütte verlassen hat und meint dann: Es ist immer schön, mit Profis zu arbeiten. Tja. War das einer? Definitiv, aber einer, dessen Loyalitäten dort liegen, wo das Geld winkt. Er hat uns Informationen angeboten, die jemand anderes auch schon haben wollte. Das ist heute, so jemanden anzustellen, ist gefährlich. Hm. Oh ja. Keule kommt dann auf euch zu. Also hier draußen war es auch recht ruhig. Kasseran guckt sich den Mückenstich an. Da ist kein Mückenstich. Da ist ein Blutfleck an seiner Keule. Aber okay, Blutfleck ist es ja nicht. Nein, ich wollte sagen, wenn er Blut dran ist. Eine matschige Organe, kleine Masse hängt an seiner Keule. Ich stelle mir gerade vor, wie er wirklich mit der Keule nach der Mücke haut und niemand sieht, warum er da mit der Keule rumfuchtelt. Ja, man muss im Training bleiben. Keule sieht das als Sparring. Ja, ein Bild für die Götter. Ich dachte ja sonst nirgendwo her. Ja, es ist früh. Wollen wir weiter direkt? Nachdem wir Kram aus dem Gasthaus geholt haben? Ja, wir sollten. Ich würde sagen, ja. Wir sollten aufbrechen, richtig. Und auf dem Weg würde sich Keule natürlich haargenau erzählen lassen, was die da geredet haben. Das kann Kasseran machen. Im Grunde haben wir nicht viel mehr als einen Namen und ein Aussehen. Und dann gucken wir mal, wie viele Schädel wir gezwungen sind einzuschlagen, bis wir weitere Informationen kriegen. Ja, das ist doch schon mal was. Meine ich nicht im Sinne von, wir gehen los und schlagen Schädel ein, sondern ich habe wirklich gemeint mit, sie zwingen uns dazu, das potenziell zu tun. Ja. Weil ich erwarte bei dem, wie das gelaufen ist, nicht unbedingt einen freundlichen Empfang in Dämmerheim, wenn wir anfangen, Fragen zu stellen. Ja. Zumindest wenn wir zu beharrlich sind mit unseren Fragen. Ein oder andere Dorfmelder weniger auf der Karte ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber die Lehmindustrie der Gegend. Was will ich mit Lehm? Ich weiß nicht, die Fachwerkhäuser hier sehen hübsch aus. Eigentlich nicht so ganz der Fall, aber ne. Aber es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes das Einzige, was über Untersternheim im Wiki steht. Also richtig, genau. Muss man die Info ja nutzen. Und es ist halt super ungewöhnlich für die Ptolemitenlande. Von daher ist es fast schon eine Sehenswürdigkeit.
Also wir sind jetzt in Aranien, da ist es halt ein bisschen häufiger, aber hier war Kasaran halt noch nicht. Gut, ihr könnt Untersternheim noch nutzen, um eben eure Vorräte wieder aufzufüllen. Genau. Und würdet dann die 8 Stunden einmal ein Stück durchreisen, so wie ich das gehört habe. Ja, Keule wird noch gucken, ob es da so komische Rauchbeutel gibt, die er von Kasaran bekommen hat. Auch zu kaufen gibt. Findest du auf jeden Fall einen Anbieter für, ja? Alchemie aus dem Handgelenk, da braucht man nicht viel Fähigkeiten für. Richtig. Und auch besonders exotische Materialien. Keule wird gerne wissen, was der Spaß kostet bei denen, so Beutelchen. Ich hab's eben mal nachgeguckt, im Buch steht etwa 2 Dukaten. Im Allwege der Alchemie auf Seite 37. Ah, war schon bei 38, super. Dann möchte Keule mit seinem beeindruckenden Auftreten den Preis noch drücken. Dann würfel gerne. Na ja, vielleicht auch nicht. Ja, so gerne wie du halt auf Überreden würfelst. Naja, auf Einschüchtern. Ja, das ist Überreden. War aber gut, da du deine einzuschüchtern. Richtig, dein Charisma-Wert ist ja entsprechend. Ich meine nicht, dass du den Boost gebraucht hättest in diesem speziellen Fall. Der zweite Wert ist Intuition, nicht Charisma, von daher. Nee, ich weiß, aber solange Keule seine Rüstung trägt, seine Prunkrüstung, würfelt er nicht einfach nur auf seinen Charisma-Wert bei Überreden, zumindest wenn er einschüchtert. Ja, wie war das bei DSA? Jetzt mit 20 ist es ein Misserfolg oder ist es trotzdem noch geschafft? Nee, bei einer ist es. Richtig, bei einer ist es nicht weiter schlimm. Du hast es mit einem Punkt übrig geschafft. Ja, guck mal, das ist super. Problem ist halt, dass nicht bei allen Händlern ein Punkt übrig unbedingt ausreicht. Aber bei diesem debberten Händler hier in der Sterne doch locker. Nee. Also die Braube ist jetzt auch nicht unbedingt grandios, aber der hat definitiv genügend Punkte. Nee. Kannst du nicht weiter drücken. Ja, dann wird Keule gehen. Okay. Sorry, Kasaran, der war zu teuer. War gnädig. Weil bei mir die Spieler anfangen zu würfeln, zu handeln, und die Probe failt, dann akzeptieren sie halt den Preis, weil der Charakter überzeugt wurde. Ich weiß, aber hier ist die Probe ja noch nicht mal gefailt. Und solange die Probe, auch bei Überredenproben, die daneben liegen, so sagen sie nicht, ich sag mal, 7 Punkte und mehr daneben liegen, vielleicht auch mal bei 5 oder 6 daneben, wenn es ein guter Händler ist. War gut. Aber dann müssen sie nicht unbedingt. Ist vollkommen in Ordnung, ist verschiedene Philosophien. Ja, ja. Okay, also die Erledigung wurde doch nicht getätigt. Noch irgendjemand irgendetwas? Nö. Okay. Gwirr, Zeitstand bitte. Wir sind bei einer knappen Stunde. Okay, dann werten wir das hier mal als vorbereitende Runde. Beenden die Folge tatsächlich hier. Das drückt dann auch unseren Durchschnitt der Folgen ein bisschen nach unten. Minimal. Die Folgenlänge. Ja, aber die Leute sind dann ganz überrascht. Die sehen, wow, da steht keine 1 vor noch einem Doppelpunkt. Mhm, stimmt. Ja, dann sag mir mal, wie wir es nennen wollen. Keules Mückenkampf? Nein. Unter einer Stunde? Unter einer... Nein. Ich nominiere noch frische Losung. Na, dann eher so etwas wie frische Fährte. Frische Fährte. Informationssammlung. Frische Fährte ist aber echt gut. Das kann man nämlich in die eine oder andere Richtung interpretieren. Stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, dann lass uns frische Fährte nehmen. Ja. Bin ich auch für. Frische Fährte. Also sehr frisch. Frische, noch feuchte Fährte, muss man jetzt sagen. Egal. Wir sind durch und werden uns weiter in unser Verderben stürzen, in Richtung Dämmerheim. Und das schon ab der nächsten Episode. Also bis dahin. Tschüssi. Bis dann, Gwirsing. Tschüss.